Hallo, ich bin Cinema-Redakteur Ralf Blau und möchte Ihnen kurz den Film Agnes vorstellen, der auf einem Roman des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm basiert. Es geht um die Begegnung zwischen einem Sachbuchautor und einer deutlich jüngeren Physikstudentin. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesbeziehung, aber das ist keine stürmische Romanze, sondern eine fast sachlich unterkühlt geschilderte Beziehung. Und als sie herausfindet, dass er ursprünglich mal angefangen hat, Romane zu schreiben, bittet sie ihn, eine Geschichte über sie zu schreiben. Und diese Erzählung, die er entwickelt, verschwimmt dann immer mehr mit der Realität zwischen diesen beiden Liebenden. Das Thema ist super spannend. Es geht um die Frage, inwieweit wir tatsächlich die Person, mit der wir zusammen sind, lieben oder inwieweit diese Person eigentlich nur eine Projektion unserer Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse ist. Das ist, wie gesagt, recht unterkühlt erzählt, aber sehenswert ist der Film vor allem aus einem Grund, wegen der wirklich aufregenden Hauptdarstellerin. Das ist Udine Yone, von der wir mit Sicherheit in Zukunft noch sehr viel hören werden.